lassen, Mann. Ja? Oh. Lass dich. Was heißt das, wenn es blinkt? Fahr einfach. Nee, der hinter mir. Ich weiß es nicht, was bedeutet das? Das ist gefilmt. Ja. Outtake. Ja, mein Ekstasia, da fahren wir hin. Erotikmesse Schweiz. Stell keine Kamera! So Leute, wir sind angekommen in der Schweiz, in Basel, bei der St. Jakobshalle. Ich habe einen Schlüssel stecken lassen. Gib mal. Und Maxi und ich essen jetzt aber erstmal was. Und da ist auch der Maxi am Start. Ach, den gab es ja vorher schon. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zur Fitness Expo und unterstützen dann Patrick bei der Pro Classic. Er tritt bei Men's Physik an. Und wir waren letztes Jahr auch schon da. Das Video dazu habt ihr hier oben auf dem i. Und ja, mal schauen, was die Messe dieses Jahr zu bieten hat. Und ja, die Pro Classic natürlich. Weil Patrick immer so bemängelt hat, dass meine Schuhe so scheiße gekrempelt sind, habe ich mir dieses Mal richtig Mühe gegeben. Aber schaut mal, wer jetzt am Start ist. Was geht, Leute? Was geht? Bist du nervös? Ja, ein bisschen. Aber gut schon. Vor allem, du hast dein Ding gemacht. Ja, ich hab meine Hausaufgaben gemacht, hoffe ich. Schauen wir mal, ob der Victor mir Glück bringt und der Maxi. Okay, Leute, jetzt waren wir kurz da unten. Jetzt sind, was ist jetzt? Leichtgewicht vorwahlen oder so. Patrick ist um 14 Uhr dran. Deswegen, da schauen wir dann wieder rein, jetzt gucken wir uns ein bisschen die Messe an und ja, gibt bestimmt ein paar Eindrücke. Oh,
mit der Nummer 112, Marit Geuer. Guckt euch dieses Feld an, kann man das noch toppen? Mit der Nummer 116, Wollmann. Und? Okay, wir sind sozusagen im Halbfinale und sehen hier unsere Top 10 Semifinalisten in der Frontansicht. Finalisten, die wir am Abend wieder begrüßen dürfen. Und bitten das gesamte Teilnehmerfeld um ein Quarter-Turn. Eine weitere Vierteldrehung in die Rückenansicht. Weiteren Vierteltüren nach rechts. Die fünf Finalisten, die wir heute Abend wiedersehen. Ui, das war hart, das war hart. Da sind wir ganz schön ins Schwitzen gekommen, aber es geht los, wir starten. Erstmal nochmal einen ganz großen Applaus für diese Leistung hier. Im Finale heute Abend in der ersten Coro Classic ist die Nummer 4, Saka! Die Nummer 92, Frank Wetter! Die Nummer 102! Die Nummer 105, Silvio Sainz! Und zu guter Letzt! Die Nummer 160! So Leute, da hat's Patrick ins Finale geschafft. Was haben wir anderes erwartet? Super. Richtig geil. Gratuliere dir, Bro. Und wir warten jetzt auf den Patrick. Und gratulieren dir. Hier riecht's voll nach Reis. Jetzt bestimmt so die Oldschool-Diet-Ecke. Bro, musst du noch laden? Bro, musst du noch laden. Fürs Finale, Digga. Rockst du. So Leute, und während der Patrick jetzt ein bisschen lädt, gönne ich mir so einen V-Pro. Vorher haben wir die schon mal probiert und ich finde den hier schon ganz lecker, wobei ich die sehr sandig finde. Und Erdbeer haben wir auch noch probiert, aber den fand ich viel, viel zu günstig. Aber der Kokos, den könnte man sich ab und zu auf jeden Fall mal gönnen. So Leute, und jetzt geht's zu den Finalen. Beziehungsweise Patrick kommt ja später, aber ich filme euch mal so die Guest-Posings und so ab. Ich weiß nicht, ob den Rest auch. Aber schauen wir einfach mal, was so kommt. Auf jeden Fall viel Erfolg jetzt noch an Patrick. Ist gar nicht drauf. Bodybuilding. Im Studio ist es ein Sport. Auf der Bühne ist es eine Kunst. Und im Leben ist es eine Schule. Natural Bodybuilding hat mein Leben verändert. Durch diesen Sport habe ich gelernt, an meinen Schwächen zu arbeiten. Und zwar nicht nur an meinen körperlichen. Die selbstkritische Betrachtung durch den Spiegel verhalf mir damals zum ersten Mal, mich bewusst selbst zu reflektieren. Somit formte sich auch mein Charakter und ich begann nach und nach zu verstehen, dass Selbstreflexion der Schlüssel zu mehr Selbstvertrauen ist. Man fängt an mit dem Sport, um Muskeln aufzubauen und beginnt völlig unterbewusst, die Gesetze des persönlichen Wachstums zu verstehen
eigenen Mindset anzuwenden. Du lernst, dass Disziplin, Durchhaltevermögen und Konstanz wichtige Schlüsselfaktoren für Erfolg sind. Hast du diese Faktoren nicht, kannst du sie dir im Natural Bodybuilding verdienen und in jedem Bereich des Lebens anwenden. Du kapierst, dass Erfolg kein Zufall ist und du immer genau das bekommst, was du gibst. Durch Natural Bodybuilding habe ich gelernt, dass Rückschläge und Versagen Teil des Ganzen sind. Man geht ins Gym, trainiert hart, oft bis zum Muskelversagen, um sich dann nach einer guten Mahlzeit und viel Schlaf wieder zu erholen und stärker zu werden. Man nennt diesen Vorgang Superkompensation. Um besser und stärker zu werden, muss man sich also jedes Mal aufs Neue ins Gym begeben und an seine Grenzen pushen. Anders funktioniert es nicht. Erstaunlicherweise verstehen die meisten Leute jedoch nicht, dass es im richtigen Leben genauso ist. Niemand wird erfolgreich ohne Rückschläge und nichts wird dir geschenkt. Wer diesen Fakt erstmal anerkennt, wird mit einem unglaublichen Maß an Selbstvertrauen belohnt. Als Patrick und ich uns zum ersten Mal über all diese unterbewussten Vorgänge unterhielten, merkten wir, dass sich unsere Erfahrungen in allen Punkten deckten. Und uns wurde bewusst, dass wir mit der Verbreitung dieses Lifestyles vielen Menschen helfen können. Wir hatten eine Vision. Natural Bodybuilding noch größer und gesellschaftsfähiger zu machen. Heute Abend sitzen wir alle hier und setzen unsere Visionen in Realität um. An dieser Stelle möchten wir uns bei jedem einzelnen Athleten, Besucher, Zuschauer zu Hause, Kooperationspartner und allen Helfern von ganzem Herzen bedanken. Zusammen können wir noch mehr Menschen erreichen und ihnen diesen Sport weitergeben. Willkommen bei der ProBro Classic. Please welcome the judges, Simon. Ich kann euch nicht hören. ProBro Classic 2016, seid ihr bereit? Okay, okay. DJ, play. Thank you.
those pull up till they are narrow, reach no more. Patrick grüßt seine Sponsoren Marcel, Mario, Maxi und Vicky. Willkommen Patrick Bergmüller. Bester Mann. Patrick Bergmüller. Und ich bitte jetzt alle Kandidaten nochmal auf die Bühne. Nummer 105 und 116 bitte nach vorne. Das war super. Patrick! Ein Quarterturn bitte zur rechten Seite. Ein Quarterturn bitte. Ein Quarterturn bitte in die Rückenansicht. Quarterturn in die Frontansicht. Relax, ihr könnt alle in den Bühnen Hintergrund treten. Gleich den Pokal. Saka, Frank, Janik, Silvio, Patrick, wer wird gewinnen? Wir kommen zum ersten Pokal für Platz Nummer 3.
Platz 3 geht an die 102 Yannick Disch. Silvio oder Patrick, einer von beiden wird sich jetzt den ersten Platz sichern. Patrick! 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 Silvio! Platz 1 bei Physik geht an die Nummer 116, Patrick! Jawohl! Ja, Mann! Bei dir zwar gesehen, das Posing so ist nicht on point, aber deine Form. Wie gemeißelt, oder? Er ist gemacht dafür. Wirklich, ne? Ja. Krass. Auf dem roten Teppich! Auf dem roten Teppich! Jetzt sehen alle, was du nimmst, gewohnt bist. Bro, schneller Abschluss. Es gibt keinen Gakku mehr. Ja, sag was. War geil. Ja, ich schick dem noch so. So Leute, warte, ich muss kurz. So Leute, wir fahren jetzt zurück nach Tübingen und es war ein richtig geiler, motivierender Tag und ich bin verdammt unglaublich fucking stolz auf Patrick. War richtig geil. Mega Leistung auch der letzten Monate. Ja, Mann, mega Leistung. Riesenrespekt, Mann. Riesenrespekt. Also, wenn ihr das auch findet, lasst einen Daumen hoch da. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, Leute. I'm a new man!